Hallo und willkommen zu einer neuen Folge One Piece Pirate Warriors 4 mit dem Hero Craft AK Max AK mit Monkey, die Luffy und die Strohpiraten und andere Piraten, auf die ich jetzt keinen Namen habe, weil mir keiner einfällt. Spaß damit. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir auf jeden Fall. Und by the way, mein Internet geht immer noch nicht. Aber ich bin immer noch am Machen, Leute. Aber ihr seht, es kommen trotzdem Videos. Überlegt mal. Andere hätten gar keine Videos gemacht. Dann nehmen wir denn diesmal. Ich weiß nicht. Gibt es eine andere Form oder so? Nee. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ne? Oden war ja letzte Folge, das weiß ich. Wollen wir Killer mal nehmen? Ja, komm, wir nehmen Killer. Das ist der zweite Mann der Justus Kid Piratenbande. Ich glaube. Ja, ich glaube, das ist richtig so. Glaube ich. Hoffe ich. Hier brauche ich gute Reise. Schlitzer. Lul. Lul. Was brauche ich hier? Hä, habe ich doch noch nicht. Egal. Ich will noch ein bisschen aufbessern. So. Gibt es noch irgendwo Angriff, denn hier? Ich will den Angriff nämlich ein bisschen höher haben, weil das sind jetzt so ein bisschen stärkere Bosskämpfe, sage ich mal so. Und da muss es nicht unbedingt so niedrig sein, Leute. Aber Leute, wie ihr seht, ich bin trotzdem immer am Start. Ich habe euch immer versprochen, ich bin am Start. Und ich ziehe das auch durch, trotz Internetprobleme. Und im Hintergrund fährt irgendwie, ja, ein Truck, obwohl das Fenster zu ist, by the way. Fenster ist zu, man hört es trotzdem, wild. Okay, okay. Ja, komm. Und nochmal. 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 Und nochmal. Wild. Jetzt kann ich hin nochmal machen. Komm, einmal noch. Ja, okay. Gut. Fähigkeiten haben wir. Spezialangriff haben wir auch. Und los geht's, Leute. Ab in den Kampf. Komm. Wir rasieren jetzt. Boah, der ist schon nice. Na, guckt euch den mal an hier. Boah. Alter. Wir können sagen, was ihr wollt. Der ist schon nice, Alter. Hinten ist Jesus Burgess, Alter. Das war der Ace mitgetötet hat. Das sieht so nice aus, ne? Das sind aber hier so Special Character, die man dazu kaufen konnte. So ein DLC-Pack. Ich habe alle DLC-Character. Ich weiß nicht warum, aber ich hab's. Ja, wo ist denn der? Okay, einen haben wir. Komm. Ja, den hab ich doch so runtergemacht. Komm. Okay, wir haben ihn. Alter, das sieht echt nice aus, ne? Ich kann genauso Wirbelstürme wie Zorro, Alter. Alter, das ist halt echt heftig, ne? Ich finde das nice. Ich weiß nicht, was eure Meinung dazu zu den Charakter ist, aber ich finde ihn cool. Ich hatte jetzt nicht oft gespielt. Ich glaube, ich mein zweites Mal oder so. Am Anfang hatte ich ja noch nicht so viel freigeschaltet. Versteht ihr, ich meine? Das ist also quasi, wenn man so ist, das erste Mal richtig, dass ich den spiele. Und irgendwie bockt der schon, ne? Der bockt schon. Guck mal, wie schnell der einfach jemanden ausnocken kann. Denn das ist ein Bossgegner. Also drinne. Ja, Doflamingo. Alter, das sieht so heftig aus, ne? Oha, Leute. Wenn ihr Bock habt, dass ich mehr so One Piece Pirate Warriors 4 Videos mache, also mal die Hauptstory spiele, dann lasst ein riesen Like dabei. Ich weiß nicht, 15 Likes mache ich die komplette Story mal. Das wäre halt auch wild, die komplette Story nochmal durchzuspielen, so, weil es bockt schon. Warte mal, und. Jetzt habe ich. Jetzt muss ich weg. Hier weg! So. Der Bossgegner ist geschafft, jetzt will ich mit den nächsten. Ja, da ist Killer, der ist einfach Killer. Der hat keinen normalen Namen, der ist einfach Killer. Oder hat der einen normalen? Ich weiß nicht. Also, soweit ich weiß, der ist nur Killer. Was ist das da? Ach, Bellamy. Alter, das ist schon geil aus, ne? Leute, schreibt mal Retalk in die Kommentare. Ihr habt jetzt schon ein paar One Piece Videos gesehen.
welchen Charakter ihr am besten findet. Ich finde, er ist mit einer der besten, oder? Boah, heftig, Alter. Oder was sagt ihr? Seid mal ehrlich, Retalk. Das bockt schon, oder? Okay, und der ist weg, der Boss. Alter. Der kann einfach jeden, Alter. Alter. War's das schon? Retalk? Ne, jetzt kommen wir noch am Bossgegner eigentlich. Aber so die Hauptdinger, die mich eigentlich hier aufhalten sollten, waren jetzt nicht so krass, fand ich. Oh, jetzt kommt noch einer, genau. Und dann machen wir hier, komm. Und das war's. Ne, doch nicht. Ah, okay. Aber jetzt. Das ist Sadie. Irgendwie ist schon sad. Das ist so eine kleine Attacke, einfach den so ausmacht, so. Aber egal. Sonst Leute, wie geht's euch? Was macht die Schule? Wie ist das? Privatleben, alles gut bei euch? Ich hoffe ja. So ihr wisst ja, das ist immer noch nicht, Leute. Ich hätte schon ganz andere Projekte gestartet. Wie ihr wisst, ist ja dieses SpongeBob-Ding komplett für den Arsch gewesen. Also das Projekt war an sich mal cool. Hat auch mies gebockt so. Viele haben auch gesagt, dass die das auch mega cool fanden. So. Aber ist halt irgendwo kacke, dass es jetzt zu Ende ist. So. Und das wegen einem dummen Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe vergessen, die Kiste angeblich aufzumachen. Ich habe aber die Folge nochmal nachgeguckt. Ich habe die Kiste aufgemacht. Ich habe die Kiste aufgemacht. Und jetzt auf einmal war sie halt nicht mehr. So, versteht ihr mich, Mann? Das hat mich richtig sauer gemacht, Alter. Da konnte ich das Projekt jetzt gar nicht mehr zu Ende führen, Alter. Alter, mein ganzer Handgefühl, Alter. Den Controller, meine ich. Okay, wir haben ihn. Das ist jetzt Blue auf unserer Seite. Weg hier. Okay, da ist noch so einer. So, jetzt gehen wir zu Krokodile. Kann ich jetzt hier durch? Ja. Der ist drin. Da ist er. Das ist aber nicht der Endboss. Okay, und jetzt, komm. Was? Seht ihr Leute, der hat zum Beispiel wieder mehr durchgehalten. Keine Ahnung, warum der wieder mehr durchgehalten hat. Sind wir ja auch Sand durch? Was weiß ich. Wir gehen mal zu ins Territorium rein. Oha! Das war... Ich hab gerade übelst die Benachrichtigung bekommen, dass mein Spiel nicht geupdatet werden kann. Also mein eigenes Spiel. Und ich dachte mir so, what the fuck, was ist jetzt los? Was wird da oben angezeigt? Ich dachte, die Aufnahme ist jetzt abgekackt oder so. Ich hatte gerade voll die Filme geschoben, Alter. Leute, überlegt mal. Achso Leute, ich nehme by the way immer noch auf der PlayStation hier auf, ne? Also One Piece ist ein Spiel, was ich wirklich auf der PlayStation hier gerade aufnehme. Was auch mies bockt. Also wenn ihr mehr so. Vielleicht wollt ihr vielleicht auch mal Rocket League oder GTA oder so. Wäre halt auch nice. GTA hätte ich auch mies bockt, wenn ich ehrlich bin, mit euch zusammen zu machen. Ich bin zwar noch relativ am Anfang, aber hätte ich auch Bock. Also wenn ihr darauf auch Bock habt, dann lasst mir einen riesen Like da. Dann können wir da vielleicht was draus machen, da kann ich vielleicht jemanden fragen, aber Bock hat mitzumachen, versteht ihr, wie ich meine? Achso, wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre, tatsächlich, ich bin, weiß ich nicht, früh ist aufgestanden, jetzt haben wir es früh und ich nehme auf und... Ja, aber... So, versteht ihr? Oh ne, okay, wer ist der? Mr. One. Obwohl er eigentlich schwächer ist als Crocodile. Also jetzt hier als Boss-Ding ist das stärker, aber allgemein in der Serie ist das eigentlich hier, also im Anime und Manga, ist ja eigentlich der Untertan von Crocodile.
Ja, pass auf, komm. Ist egal, komm. Und... Boah, schon heftig, ne? Okay, Leute, wir haben nur gewonnen. Mit unserem Killer hier. Der sieht einfach aus wie, keine Ahnung, eine Mischung aus Son Goku, Alter, mit den Haaren, Junge. Ist einfach Son Goku da unten drunter. In One Piece, Junge. Super Saiyajin geworden, kurz. Oh, sorry. Okay, Leute. Dann würde ich meinen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert, wenn es noch nicht getan hat, und aktiviert die Glocke, so ihr kein Video verpasst. Ich schwöre, die nächsten Folgen werden länger, Leute, als wenn es One Piece mäßig ist. Ich hoffe, euch hat trotzdem das Video gefallen. In diesem Sinne, haut drin. Bis dann und ciao. Leute!